Yo Leute, willkommen zu einem neuen Glitch von GTA Online in der Version 1.13, bei dem ich euch zeige, wie ihr mehr als 10 Autos, also bis zu 13 Autos in einer Garage haben könnt und somit in zwei Apartments sogar bis zu 26 Autos gleichzeitig besitzen könnt. Dazu braucht ihr einen Freund und ich möchte mich mit diesem Video schon mal im Voraus an Saure Gurke bedanken, der mir wieder einmal bei diesem Glitch geholfen hat. Seinen Kanal könnt ihr wie gewohnt in der Videobeschreibung finden. Wie wir das bei den alten Money Glitches gewohnt sind, fahrt ihr mit dem Motorrad raus und stellt den Fahrzeugzugang auf Beifahrer. Habt ihr das gemacht, setzt sich euer Freund auf das Motorrad drauf und ihr gebt sofort Vollgas und stellt es nah an der Garage ab. Besonders hierbei ist, dass sich euer Freund den Helm nicht aufsetzen darf, sonst wird der Glitch nicht funktionieren. Als nächstes geht ihr dann in die Garage rein und holt euch ein beliebiges Fahrzeug raus, das ihr duplizieren wollt und somit auch an den Fahrradständer positionieren wollt. Seid ihr da mit dem Fahrzeug rausgefahren, befehlt ihr eurem Freund, euch zu erschießen und zu töten, oder ihr könnt auch Selbstmord dafür begehen. Nachdem ihr gerespawnt seid, befehlt ihr eurem Freund vom Motorrad abzusteigen und jetzt könnt ihr sehen, dass sich euer Fahrzeug dupliziert hat und ihr setzt euch in das Fahrzeug mit dem Peilsender rein, also das, das sich dupliziert hat, und fahrt es in die Garage rein. Bevor ihr in die Garage gefahren seid, muss euer Freund in den Adder, in dem er euch erschossen hat, einsteigen, damit er nicht verschwinden kann. Als nächstes müsst ihr ein beliebiges Fahrrad auswählen und aus der Garage fahren. Ihr tauscht den Platz im Adder mit eurem Freund und setzt euch da rein und fahrt direkt in LS Customs rein und verändert das Fahrzeug ein wenig. Ich würde euch empfehlen, die Lackierung zu ändern. Warum ihr das machen müsst, weiß ich nicht genau, aber der Glitch wird nur funktionieren, wenn ihr euch eine neue Lackierung holt. Ihr solltet dann nicht wie in den Glitches mit den Vorderreifen vorfahren, sondern direkt zu LS Customs reinfahren und die Lackierung ändern und danach wieder rausfahren. Dann macht ihr euch auf den Weg zurück zu eurem Apartment und stellt das Fahrzeug vor euer Apartment. Wenn ihr angekommen seid, drückt ihr bei der PlayStation Start und geht in den PlayStation Store und spammt die Kreistaste so lange zu, bis ihr wieder aus dem Store raus seid. Mit etwas Glück kommt ihr dann in dieselbe Sitzung wie die eures Freundes wieder rein und ihr werdet sehen, dass euer Fahrzeug da noch steht, aber ihr müsst dann in die Garage reingehen und irgendein Fahrzeug rauswählen, um eure Garage zu aktualisieren, damit der Adder sich an die Position des Fahrradständers positioniert. Wenn ihr dann mit dem Fahrzeug rausgefahren seid, fahrt ihr direkt danach in die Garage mit demselben Fahrzeug wieder hinein. Und wie ihr nun sehen könnt, ist kein Fahrrad mehr zu sehen. Allerdings, wenn ihr an die Stelle des Fahrradständers geht, drückt ihr Steuerkreuz nach rechts. Und wie ihr sehen könnt, fahren wir nun mit unserem Adder, den wir gerade modifiziert haben, wieder hinaus. Und somit haben wir jetzt 11 Autos in der Garage. Was ihr allerdings nicht machen dürft, ist das, was ich euch jetzt zeige. Nämlich mit demselben Fahrzeug wieder in die Garage reinfahren. Denn dann positioniert sich das Fahrzeug wieder auf seine ursprüngliche Standposition und ist nicht mehr auf dem Fahrradständer drauf. Das hat den Nachteil, dass ihr dann den Glitch noch einmal wiederholen müsst. Damit euer Fahrzeug sich nicht an diese Position hält, solltet ihr mit dem Fahrzeug niemals in die Garage fahren, sondern steigt vor der Garage aus und aktualisiert die Garage, indem ihr mit einem anderen Fahrzeug aus der Garage fahrt und danach wieder reinfahrt. Dann wird sich euer Fahrzeug wieder an den Fahrradständer spawnen. Das Gute an dem Glitch ist, dass ihr in einer Garage bis zu 13 Fahrzeuge haben dürft. Wenn ihr sogar zwei Apartments habt, könnt ihr sogar bis zu 26 Fahrzeuge gleichzeitig besitzen. Das ist besonders für die Leute von Vorteil, die eigentlich noch mehr als 20 Autos haben wollen. Und es gibt noch einen witzigen Trick bei der Sache, den ich gehört habe. Und zwar besteht die Möglichkeit, dass ihr bei Fahrradrennen auch das Fahrzeug vom Fahrradständer benutzen könnt. Also könnt ihr dann gegen eure Freunde unfairerweise mit einem solchen Supersportwagen fahren. Und möglicherweise kann man dadurch auch ein bisschen RP farmen oder ihr könnt eure Gegner damit einfach trollen.
Das war's von diesem Glitch. Ich weiß, dass er ein bisschen kompliziert war, aber ich hoffe trotzdem, dass er euch von Nutzen sein wird. Und wenn's euch gefallen hat, würde ich mich über einen Like und einen Kommentar von euch sehr freuen. Und wenn ihr sogar noch weiter gehen wollt, dann würde ich mich riesig freuen, wenn überhaupt einer von euch mich vielleicht sogar weiterempfehlen würde. Das würde mich nämlich riesig freuen. Ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ciao.